Hallo und willkommen zurück an alle. Wir spielen heute mal ein bisschen House Flipper weiter. Und zwar nachdem wir letztens jetzt unsere Wände mal schön gestrichen haben. Sieht's doch gleich viel besser aus. Aber wir gehen gleich in den nächsten Job, den wir zu erledigen haben. Bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Wir machen die Vorbereitung auf das Eintreffen des neuen Familienmitglieds. Bald unglücklicher Vater. Ja, wir schauen mal, so schlimm kann es nicht sein. Du kannst ungemachte Betten machen, indem du E wählst. Naja. So, guten Tag, wir sind da. Oh, reinige die Verschmutzung. Da müssen, ich sehe schon, wir müssen wappen. Jawohl. Und zack. Das haben wir doch schon. Dann gehen wir. Gut. Erstmal Müll aufsammeln. Zack, zack, zack. Was haben wir eigentlich hier alles? Verschmutzung. Okay. Geht das mit Moppen weg? Natürlich. Fenster müssen wir reinigen. Ich sehe schon. So, mit unserem super Fenstersauger. Geht wie geschmiert. Hin, Fensterbank. Das sieht ja aus hier, alles ist ja Wahnsinn. Ich meine, oft denkt man sich natürlich dabei, wurden hier eventuell ein paar Morde verübt. So übel, wie sie oft aussieht. Ja, hier noch. So, die Seite ist fertig. Ich habe da gerade, glaube ich, auch eine Steckdose gesehen, die wir erneuern müssen. Mop, mop, mop. Hier noch. Zack. Reinige Verschmutzung. Da fehlt noch irgendwo eine Verschmutzung. Ich kann sie aber jetzt nicht wirklich sehen. Oh, das Fensterbrett. Sehr schön. Einmal zur Steckdose. Nee, das ist gut. Da müssen wir nichts machen. Streiche mit Pastellrosa. Reinige das zweite Fenster. Das machen wir doch. Und zack. So. Bisschen Luft. Kinderbett, Kinderbett, Lagerregal. Also wir müssen ja auch Sachen kaufen. Wir streichen erstmal mit Pastellrosa, großen Pott. Zack. Was sollen wir hier streichen? Steht hier nicht. Welche Wände? Naja, da machen wir alles. Zack. Hier noch da ein bisschen hier oben. Nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Unterseite noch. Ja, ich sehe schon, war eine gute Idee, den großen Topf zu kaufen. So, hier oben. Falls ihr euch wundern solltet, das was da ab und zu so komisch kreischt, das sind meine Unzertrennlichen.
Zack. Können wir da oben? Ich würde die Wand hier gerne. Ah ja. Zack. Zack, zack. Und zack. Zack. Schön. So, verkaufen wir den Rest hier. Kinderbett. Ja. Ein Kinderbett kaufen. Ich weiß nicht, wie wir das stellen. So. Dann haben wir noch das Lagerregal. In weiß natürlich. Also in weiß. Das. Okay, das haben wir jetzt ein bisschen doof gestellt. Aber nicht so schlimm. Zack, Lagerregal. Kinderbett, was haben wir noch? Die Wickelkommode. Da brauchen wir ein bisschen Licht, eventuell. So. Und die Sitzkissen. Zack. Gut aus, würde ich sagen. Genau, so. Dann sind wir hier auch fertig in den Raum. Dann gehen wir weiter in den nächsten. Oh Gott. Müll, Müll, Müll. Bett machen. Naja. Und wir gehen wieder mit dem Mob. Immer wieder nichts mehr. Da fehlt aber noch was. Leute, da fehlt noch was. Aber wo? Wo fehlt da noch was? Okay, wir könnten jetzt natürlich jedes Teil mal wegschieben und dahinter gucken. Nee. Aber da fehlt was. Da fehlt wirklich was. Nee, oder? Nee. Ah, das Fenster vielleicht. Oh Mann. Wir stellen mal das Bett lieber wieder rüber. Raus, da gehen wir nicht hin. War der Raum dann fertig? Fenster rein müssen wir noch. Einmal Fenster, na, ob rüber da. Und zack. Jetzt ist der Raum fertig. Dann machen wir die Tür zu. Oh Gott. Um Gottes Willen, hier sieht's aus.
Oh. Schaffen wir das rechtzeitig noch bis zum... Ah, komm schon, das ist hartnäckig. Wir könnten jetzt beenden. Aber wir wollen natürlich 100%, das ist ganz klar. Das ist die Fensterbank wieder gut. Wo haben wir denn noch Schmutz? Dass der Schmutz so schwer zum Erkennen ist. Fenster machen wir sauber. Die Verschmutzung reinigen. Ja, wenn ich wüsste, wo sie ist, würde ich das tun. Das ist ärgerlich. Ah, hier. Jetzt haben wir den Freund. So. Jetzt könnten wir natürlich... Oh Gott, den letzten Raum noch machen. Wir wären eigentlich mit dem Auftrag fertig. Jetzt ist die Frage, gibt es extra Geld, wenn ich... Oh, das gibt extra Geld. Dann machen wir das auf jeden Fall. So. Stellt sich mir nur die Frage, haben die jemals irgendwas sauber gemacht hier? Es sieht nicht wirklich so aus. Und zack. 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 So. Haben wir das jetzt vergessen hier? Jetzt. Yes. Okay. Mob, Fensterbrett, so. Das haben wir schon gemacht. Tisch. Sideboard. Fensterbretter nie vergessen, es sind oft die kleinen Details nämlich. Das haben wir auch. Jetzt haben wir nur die zwei Fenster. Und dann sind wir auch mit dem Auftrag 100% fertig. Und können uns ein bisschen im Büro ausruhen. Ja, wir dürfen eventuell nicht ganz zu schnell drüber ziehen. Sonst gibt's Schlieren. Wieder was gelernt, Wahnsinn. Also machen wir einfach ein bisschen langsamer. So. Und Rest, zack. 100% erfüllt. 5000 Euro. Würde ich sagen, das ist doch ein guter Verdienst. Jetzt geht's zurück in unser kleines Büro. Und da geht's beim nächsten Part weiter. Dann werden wir mal versuchen, ob wir vielleicht ein paar neue Lampen noch bekommen. Neue Kommode, neue Kettensäge eventuell. Und dann sehen wir schon. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Servus.